Okay, Freunde, in der letzten Folge wurde ich von einer alten Hexe angegraben. Dreist angegraben. Wo ist die alte? Ah, hier. Land in Sicht. Ein gutes Geschäft. Ist ja. Noch eine neue Insel, what the fuck? Yo. Die Maris einfach anscheinend nichts jemals gefunden hat. Tja, das ist ja völlig egal. Hast du die Karte nicht gekauft? Nein. Auch nicht. Völlig egal. Schon, ne? Völlig irrelevant. Schön, alles zu wissen und alles Sie zu sehen. Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Wieder ein Gebäude. Karawan, was ist das? Willkommen. Wer ist er denn, ey? Und der nächste komische Vogel, der mich anschwätzen möchte. Holy shit. Anscheinend würdig in den Hut der Assassinen. Holz! Ist schon mein Holz! Julius und sein Holz. Ich muss euch gratulieren. In dieser Stadt lebt es sich prächtig. Feindliches Kriegsschiff, what? Ach so, das ist von der Quest. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Ja. Lol, ich kann ein Assassinenlager anheuern. Alles klar. Krass, die brauchen aber Tee. Ja, nee, Kaffee wollen die haben. Alter. Warten jetzt. Ja, Kaffee. Ein gutes Geschäft. Junge, ich hab das Schiff in Oblivion hab ich das geballert. Ja, das kommt jetzt alles weg. Ich komm auch mehr. Dieses Schiff hat noch jede Warenlieferung wohlbehalten an ihr Ziel gebracht. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass meine Moss-Produktion nicht vollkommen zusammenbricht. Ja. Erfolgreich abschließen? Ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz berichten. Nice. Ey, Quest abzuschließen ist ja richtig sinnvoll. Ich hab das war die erste Quest, die ich beendet habe. Kann ich dir leider auch nicht mehr helfen, Marius. Ja. Können gar nicht missen, ne? Die Schüsse irgendwie. Ja. Und jetzt werden wir rausfinden, ob ich mich verkalkuliert habe oder nicht, ja. Werden wir jetzt rausfinden, ne? Wenn ich mich nicht verkalkuliert habe, dann fange jetzt gleich an, nichts anzubauen, ne? Milch? Wie wir aber rein können, der restlichen Kampf. So, wie kann ich jetzt hier meine Muselmänner upgraden? Ja, du brauchst halt, die brauchen halt jede Menge Stuff, ne? Ich hab alles, was sie brauchen. Na dann, was ist das so, oder nicht? Gesandtenbriefe brauche ich dafür. Mhm. Beim Schiff. Wie viele Aale habe ich denn? 600. Wie viele Aale? Aale. Ein Schlupfwinkel kann nicht länger benutzt werden. Beute ich ja nicht hier zu sehr aus im Moment? Nein. Ich hab da schon eine Idee, wo ich mich verstecken könnte. Ihr habt anscheinend alle zu viel Geld da. So. Okay, jetzt Julius Scherger als Helfer. Julius, ich lese dich wie ein fucking Buch, aber was willst du eigentlich? Ich hab keine Scherger. Obwohl, ich könnte dich aussenden, ne? Würde ich jetzt auch oder wie geht das? Ja, ja. Die Details. Ganz billige Nummer. Die Details. Die bleiben irgendwie unter uns, hoffentlich nur.
So, hab ich denn jetzt den dicke Lutsch von dem oder muss ich jetzt noch machen? Meine Flotte ist unermüdlich dabei, gib mir Aufgaben. Aus der Heimat hierher zu transportieren. Meistens sie mindestens 10. Verbessert die Eigenschaften. Wollt ihr mich alle verarschen? Perfekte Versteck. Ihr habt alle nichts Besseres zu tun als ein Zähner. Ich kenne da ein Mädchen, das okay, den Tanz der sieben Schleier beherrscht. Das gefällt mir. Jetzt brauche ich hier Seile, aber ich habe noch 2 Seilproduktionen. Euer Beistand in dieser Angelegenheit wäre mir willkommen. Dein Gesandter auch zu Patrizian. Oder was soll mir dieser Pfeil sagen? So, ich hab den Typen jetzt eskortiert, außer Map. Was krieg ich denn jetzt dafür? Ihre Eskorte war erfolgreich. Ja, aber das scheint jetzt wirklich zu funktionieren, was ich getan hab. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Okay. Was ist das denn hier? Eskortbeglaubigung. Muss zur Erfüllung eines Auftrages abgegeben werden. Okay, dann mach ich das mal hier hin. So ein Tanz der sieben Schleier ist jedem Mann ein paar Münzen wert. Zollware Kerzenleuchter. Sowas gibt es. Marzipan. Was ist das? Küchenmesser. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ich werde eine Messe lesen lassen. Euch zu Ehren. Boah, er wird eine Messe lesen lassen. Nur mir zu Ehren. Glas, ich brauch Glas, ich glaub's nicht. Seit 100 Jahren. Egal, hab ich bald. Also anscheinend arbeiten die orientalischen Betriebe auch mit normalen Markthäusern. Oh, Telefon. Lass mal oder auch nicht. Ah, nee. Nee, das meine ich nicht. Das ist Humbug, was wäre das? Humbug. Nee, die sind beide zum Tennis. Tennis? Bitte, du hast Tennis? Warte nicht, irgendwas mit Tennis hast du wieder. Die Männer an Bord dieses Schiffes arbeiten hart für unser aller Wohl. So, ich brauche 950 Alig, ich habe 710. Julius, ganz ruhig, ja? Kein Grund, hier auszurasten. Ich hab nichts auch so. Gibt's hier noch Quests, die ich machen kann? Wo stehen eigentlich meine Quests immer? Bergen Sie 2 Kisten Treibgut und bringen Sie zum Konter von... Wo ist denn der Konter von... Und wo sind diese 2 Kisten Treibgut?
Ja, da kriegen wir uns und ich jetzt auch noch Zoff. Warum? Weil ich eine Kiste habe und er die andere. Komm, wir fahren beide mal hin. Und gucken, was passiert. Manza, das tut irgendwas. Das wäre zwar lustig, ich gebe es zu. Vielleicht teilt er uns das auf. Lass mal einfach gucken. Sonst kann ich meine auch gleich wieder über Bord werfen. Wo genau müssen wir eigentlich hin? Ach, wir müssen zu... Ach, zu Abdul! Zu Abdul, ja. Zu Allah, zu Al-Sahir. Junge, der alte Sahir, der Weihnachtsmann. Ihr müsst euch eurer Neugier nicht schämen. Du eigentlich nur normale Handelsschiffe? Geschäft ist Geschäft. Der Handel... Gibt hast du keine großen gebaut? Weil die kleinen billiger sind am Anfang und ich die großen nicht brauche. Ich hatte bis jetzt noch nie das... So viel schneller. Was heißt denn so viel schneller? Wir haben so viel mehr Platz. Wir fahren fast doppelt so schnell. Fuck, oh shit. Okay, aber ich brauchte den Platz, aber bis jetzt nicht, also... Außerdem, die sind halt arschteuer, die kosten halt 4000 pro Schiff oder so, wenn ich das richtig im Kopf hab. Ich werde jetzt halt die Sachen, die Handelsrouten halt nach und nach dann upgraden. Aber guck mal zum Beispiel hier. Ich habe zum Beispiel meine Hauptinsel und dann meine Bierinsel und so, die liegt, keine Ahnung, quasi ja direkt da drunter. Also dafür brauche ich ja keinen großen Schiff. Aber ich muss halt von meiner Hauptinsel an dir vorbei nach oben. Ja, für meine Most hier, ich habe jetzt hier meine Hauptinsel, ja, die ganze Produktion auf die andere Insel ausgelagert. Das ist relativ weit weg. Dafür werde ich jetzt wahrscheinlich gleich auch so ein großes Handelsschiff bauen. Und für, kann ich eigentlich schon mal für machen. Dein Mosaik hier könntest du das auch machen. Ja, wenn man hinterher mehr Mosaik für die Gesandten braucht, dann lohnt sich das. Aber momentan brauche ich so wenig Mosaik, deshalb rechnet sich das nicht wirklich. Nicht? Nö. Schade. Hat das eigentlich funktioniert mit dem Aus? Lagern? Ja, meine Lager sind alle voll und so, also das... Ja, Max, willst du über Bord werfen oder soll ich über Bord werfen? Ja, kannst du haben, ist mir... Obwohl, wie viel Kohle hast du? Ich könnte nämlich im Moment ein bisschen Kohle brauchen. Soll ich die Kohle geben? Kohle. Nein, aber wenn ich die Quest einlöse, dann krieg ich die Kohle von der Quest. Aber ich will den Ruhm. Das ist natürlich kritisch. Ich kann dir Kohle geben. Gleich equal zu dem, was du kriegst, oder mehr als du kriegen würdest von dem. Und ich krieg den Ruhm. Kannst meinen Stein auch noch haben, ich brauche das Schiff. Ja? Schiff fertiggestellt. Bedauerlich. Er hat mir 2500 Geld gegeben. Kann ich dir jetzt Geld geben? Aurelius. Kannst Diplomatie und dann kannst du irgendwie... Dann töte ihn, ja, richtig. Damit einverstanden. Meine Schiffe halt. Klingt safe. Sieht safe aus. Also so ein Anlegesteg bauen ist eine super Sache, wenn du irgendwie einen Hafen hast, der relativ busy ist, weil dann müssen die Schiffe nicht immer 100 Jahre warten. Boah, krass überholt sich. Ich muss ja eigentlich Ultraweizen überproduzieren, glaube ich. So. Da. Sondern das Salz überproduziere ich einfach wie doof. Und Tierhäute auch. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Tierhäute? So, meine muslimischen Freunde, was wollt ihr hier? Ziegenmilch, also. Ihr wisst einiges über die Baukunst des... Geheimtipp, Junge, Ziegenmilch musst du nicht im Süden anbauen. Das kannst du auch auf einer Nordinsel anbauen. Warum soll ich das tun? Ich glaube, ich werde das jetzt hier auf meiner... Oh, das könnte ich natürlich hier oben auf meiner Insel noch anbauen. Kleider, Most und Milk. Ach, ich habe die schon umbenannt. Ja, dann muss ich das. In Kleider, Most und Milk hast du sie umbenannt. Ja. So heißt die Insel? Ja, so heißt die Insel. Das wird für dich sehen. Bier, Brot und Leder. Hauptstadt. Ich habe halt keine Lust, den Überblick zu verlieren. Ich benenne meine Schiffe nach den Sachen, die transportieren, und die Städte nach den Sachen, die da produziert werden. Quarz, Mosaik, ich find's nicht. Ich glaube nur meine komische. Was ist hier? Gewürze, Teppich. Man datteln eigentlich auch noch, aber das ist zu lang. Also ich schreibe einfach Orient-Kram. Ganz ruhig, ja? Kein Grund, jetzt nämlich wieder anzuschreien. Okay. Reicht jetzt nämlich.
Glaube, Leute. Es zählt doch nur der Glaube. Ich könnte meine Teppichproduktion mal ein bisschen an machen. Sie haben neues Land gesichtet. Nehmt euch ein Herz und lasst uns in eure 20.000 Kohle, wenn ich die Bettler zu Hause lasse. Ich hab da eine ganz klare Devise, Junge. Ich weiß sie nicht aus. Das sind nice Guys. Ja, du kriegst halt mehr Bürgerrecht. Das ist schon sinnvoll, die einfach zu nehmen. Ja, es geht die Adligen natürlich sagen. Warte, was sagen die Adligen? Euch ein wenig, ja, die sind dann immer ohne Witz, das sind die richtigen Snobs vom Herrn. Offensichtlich kann man sich auf euch nicht verlassen. Schnauzbart, also das sind halt die Noobs, die halt nachts um 3 ohne Klappmesser aus dem Haus gehen. Das ist einfach dumm von denen, ne? Boah, recht hat er da recht, oder? Ich gehe nie ohne Klappmesser aus dem Haus in der Gegend, wo ich wohne. Würde ich auch nicht machen. Ich stehe nämlich jeden Tag vor deiner Tür. Ich wusste doch, das Gesicht, da kam mir bekannt vor. Selbst mit Turban habe ich Marius trotzdem noch erkannt. So, mal eben meine Teppich-Production verdoppelt. Ohne meinen Kapitän wäre dieses Schiff nur halb so viel wert. Ohne meinen Kapitän wäre die Schiff nur halb so viel wert. Ja, ja, so ist das. Hatte gerade gesagt, sorry, kann ich nichts mehr machen. Ich habe keine Bücher mehr. Octopus, das ist jetzt ein Most 2. Woran liegt das, dass ich keine Bücher mehr habe? Ich helfe euch gerne aus. So, wo kann man nochmal Bücher bauen? Ein gutes Geschäft. Ein exzellentes Geschäft. Hier kann man irgendwo Bücher machen, ne? Hier. Genau, Papier. Habe ich denn genug Papier, ist die Frage. Fehler. Fehler. Warum ist denn der nur bei 30%? Ach so, weil der Holzfäller nur noch auf 60% arbeitet. Aber wieso? Wieso? Why? Ich will aber nicht so weit fahren, um die fucking... Na egal, ich habe hier so viel Platz, das wäre eigentlich Verschwendung, es hier nicht zu machen. Also Schafis. Schau Platz. Einmal Schafis anbauen. Achso, ich habe kein Holz-Shit. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Quarz wird nicht mehr hergestellt. Habe ich zu viel von dem Zeug? Ich glaube, ich habe zu viel von dem Zeug. Shit, ey, ich raff gar nichts mehr, was hier alles. Was ich alles habe und was nicht. Du kannst dich noch einmal voll machen. Holz nehmen wir mit. Wir nehmen ich mit. Ein Gegner hat ihren Schergen gefasst. Hoffentlich sieht mich keiner. So, was brauche ich denn in meinem Konto? Ich habe Fleisch, Leute. Kommt Fleisch richtig viel Verscherbung wahrscheinlich. Ja, die Bücher gehen jetzt weg, ne? Weil irgendwie... Die sollen ja auch weg, oder nicht? Sind die davon nicht gedacht? Weiß nicht. Ja, aber... Geschafft. Dieser Schlupfwinkel ist ideal für unser Vor. So, das heißt, immer wenn ich jetzt Kohle habe, baue ich jetzt große Handelsschiffe, dann kann ich nämlich langsam aber sicher upgraden. Ne? Hier brauche ich einen Holzfäller. Wo ist denn die Most? Was ist die Most? Aber du kannst aufhören, na, ich habe jetzt ein anderes Schiff. Du bist nutzlos, fick dich. Ja, muss reichen.
Das ist ja jetzt nicht so gut, dass hier mein Bedürfnis nach Besitz hier runtergeht. Schiff fertiggestellt. Salam alaikum. Salam alaikum. Wie viel Kohle habe ich denn noch? Unendlich viel. Salam alaikum. Unendlich viel Kohle habe ich noch, ey. Wie lange machen wir noch? Lange. Sehr lange. Lange? Okay, dann muss ich jetzt einen Schnitt machen.